Heute stelle ich euch mal den Toyota Avensis vor, in der Edition Lina Soul Edition oder Baujahr 2000 oder Erstzulassung 2000. Gebaut wurden die ab 97 oder 98. 1,8 Liter, 110 PS. Ja, das ist so typisches, ohne das jetzt böse nennen zu wollen, so typisches Rentnerauto. Schauklich, trotzdem nie unbedingt zu schaukelig, dass man jetzt sagt, der schwimmt im Verkehr, aber der schaukelt halt. Das ist, aber man kann zügig fahren. Ohne größere Probleme, dass man jetzt sagt, im Kurven, man würde jetzt rausrutschen oder so, ist es nie, aber es ist halt, der ist nicht straff. So wie man es vielleicht von den Koreanern oder sowas kennt, dass man immer sagt, poltern oder so. Ne, der poltert überhaupt nicht. Der hat sogar ein recht gutes Fahrwerk. Nur, dass er halt meines Erachtens nach vielleicht etwas zu weich ist. Wir gehen mal jetzt komplett ums Auto drumherum. Das ist die schöne Front. Sieht sehr schön aus. Mit den Doppelscheinwerferlinsen, auch relativ sportlich gemacht. Großer Vorteil von dem Auto ist, was man zu den jetzigen Autos vielleicht, ja, ich würde das als negativ oder ich empfinde das als negativ. Das ist hier noch der große Vorteil, das sind der vordere Radkastenausschnitt, aber nicht bloß der Ausschnitt, sondern der steht allgemein hinten höher als vorne. Das wiederum bringt viel in Sachen Zuladung und sieht besser aus, als wenn die neuen Autos dann immer das Problem haben, dass die hinten, ja, hinten zu tief sind. Und wenn sie dann zuladen, dann auch hinten gleich wieder durchhängen. Ja, bringt ja gar nichts. Ne? So, wir sehen das gleich nochmal, von der anderen Seite sieht man das vielleicht nochmal ein bisschen besser. So, jetzt gucken wir nochmal von Weitem. Da sollte man das schon relativ stark sehen, dass der hinten höher ist wie vorne. Na, so, und jetzt setzen sich hinten, sagen wir mal, zwei Mann rein. Der Kofferraum ist voll beladen. Vorne sitzen zwei Mann. Im Normalfall ist das dann wahrscheinlich, denke ich mal, eine Linie, dass du dann sagst, der sagt da vorne ein Stück ein und hinten ein ganzes Stück ein. Bei den neumodischen Autos ist es dann immer so, dass vorne weiter oben ist wie hinten. Die sacken alle hinten ein und vorne kommt es auch. Das schadet dann auch der Aerodynamik und der Fahrsicherheit. Dass wenn ich dann sage, zum Beispiel, ich habe hinten voll beladen, hinten habe ich fünf oder vier Koffer drin, hinten sitzen zwei oder drei Mann. Vorne können ja bloß zwei Mann sitzen. Und da können auch die schwersten von mir aus vorne drin sitzen. Sobald ich fahre und ich fahre auf der Autobahn von mir aus 100, 120, 130, 140, nach oben hin wahrscheinlich dann keine Grenze. Das Auto baut sich ja dann vorne auf. Es kommt der Wind, der sammelt sich drunter und hinten wird der Wind ja abgeführt und drückt das Auto hinten runter. So, das heißt, ich kriege hinten noch weniger Platz und noch, werde noch mehr an den Boden reingedrückt und vorne hebelt es mir das Auto dann vorne aus. Ja. So. Aber jetzt erstmal mehr zum Toyota. Die Qualität ist okay. Für dieses Baujahr verdammt gut. Und ich würde sogar behaupten, besser als ein Golf 4. Der Golf 4 mit seinen Soft Touch, was dann anfängt zu kleben. Dazu haben wir dann immer zweimal so eine Schlüssel mit auf und zu. Der gibt übrigens keine Klinkeransteuerung, dass du jetzt sagen kannst, okay, man sieht jetzt hier. Ich mache jetzt zu und jetzt mache ich auf und habe keine Klinkeransteuerung, dass der mir das signalisiert, dass der offen oder zu ist. Ja. Vorteil ist das vielleicht, wenn man jetzt sagt, man verliert einen Schlüssel und irgendeiner läuft durchs Parkhaus, drückt und sieht dann nirgendwo ein Auto blinken. Ne? So, aber Nachteil ist halt, man muss halt drauf hören oder halt immer prüfen, ist zu, ist off. So, dann haben wir den Toyota-typischen Innenraum.
Was richtig beschissen ist bei diesen Baujahren, ist dieses Velour. Diese Velour-Sitze. Er mögt vielleicht den einen geben, der das mögt. Oder mag oder wie auch immer. Ich hasse es, vor allem im Sommer. Ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Schwitzen ohne Ende. Wir gucken mal auf die Sitzeinstellung. Ich habe hier eine Sitzeinstellung, mit dem kann ich die hintere Sitzbank neigen oder erhöhen. Also quasi, ich kann hier hinten bloß hoch und runter stellen. Für vorne habe ich gar nichts. Ich habe bloß ein zentrales Rad für hinten. Wie gesagt, vorne gibt es gar nichts. So, dann haben wir hier die Velour-Sitze, die ich schon angesprochen habe. Das Lederlenkrad. Bei der Lina Söll-Ausstattung würde ich behaupten, es ist immer dieses Wurzelholz-Imitat drin. Ich habe eine verdammt gute, ich würde es jetzt mal sagen, als verdammt gut. Ich kann die Sitze wirklich weit zurück machen. Ich bin 1,80 Meter und habe den Sitz jetzt ganz hinten und komme jetzt wirklich nur bis runter, wenn ich komplett, als würde ich mich auf Zehenspitzen stellen. Ne? Nur so käme ich jetzt bis ganz runter. Die Mittelkonsole auch gut verarbeitet. Wenn man in der Nacht fährt, hat man so ein bisschen dieses alte Mercedes-Feeling. Ich mache mal jetzt das Licht an hier. Dann sollte man das ja sehen. Das ist übrigens die Tachoanzeige. In der Nacht sieht das dann so aus. Ich mache das mal hier so. Zack. Okay. Das ist die Beleuchtung im Dunkeln. Dann haben wir hier elektrische Spiegel links, rechts. Haben wir die Frontscheinwerfer, Höhenverstellung. Ja. Erwähnt hatte ich ja glaube auch schon dieses Lenkrad, was lederüberzogen ist, was gute Verarbeitung aufweist. Nie abnutzt, also nie schon abgenutzt ist. Wie gesagt, wir haben hier gute knappe 9000 Kilometer und circa 18 Jahre alt. Und ja, gut, dann haben wir hier. Ja, wir kriegen hier mehr Licht, kriegen wir hier nie wirklich. Dann haben wir hier den Zigarettenanzünder oder besser gesagt den Aschebecher. War ja früher mal Standard. Heute muss man das ja aufpreisfristig bezahlen. Da haben wir hier Zigarettenanzünder. Lustig gemacht ist hier die kleine Klappe, wo man was reintun kann. Haben wir das Original. Ich wiederhole nochmal kurz. Das Originalradio von 1998. Ich glaube 1998 ist der Toyota erschienen. Das ist das original belastete Radio. Wir machen mal fix an. Da sehen wir das mal fix, ja. So. Und haben hier mit Kassettenfunktion noch. Zack. Und da läuft. Das können wir dann drehen, indem wir hier mal nie ganz durchdrücken, bloß mal kurz drauf drücken. Schon drehen wir die Seiten. Klangtechnisch ist es okay. Und beim Rauswerfen dann wieder drauf drücken. Was mir. Achso, und dann habe ich hier natürlich noch die Funktion, wenn ich jetzt den Schlüssel drehe. Was ist. Den Lichthinweis, aber hier habe ich dann noch, dass ich jetzt diese Blinkfunktion habe, wenn ich das Radio bloß ankippe, wenn ich das Tastenfeld hier rausnehme. So. Dann haben wir, was ich nie als unbedingt angebracht, ach so, dann haben wir hier oben noch, ich mache nochmal das Licht hier, vielleicht sieht man das dann besser. Ja, dann haben wir hier oben noch Warnblinker, Scheibenheizung. Und die Frontscheibenheizung, die sich dann hier unten befindet, wo die Scheibenwischer aufliegen. Das ist verdammt gut, dass in dem Baujahr schon drin ist. Das habe ich, bei anderen Autos später gesehen. Wir können ja mal kurz rausgehen, gucken uns mal schnell an. Dann haben wir hier so ein kleines Special Edition. Die Rückfahrpiepser, der das dann signalisiert. Das ist nachgerüstet, das war noch nicht drin. Zeigt hier die Zentimeter an. Und hier zeigt er an, ob links näher oder rechts näher und geht es dann von grün, gelb und dann in rot. 5 Gangschaltung. Schaltwege. Ich würde die jetzt nicht als kurz, aber auch nicht als lang. Die Kupplung, der Kupplungsweg von dem Kupplungspedal ist relativ kurz. Scheint aber immer so zu sein, habe ich mir sagen lassen. Das ist jetzt nicht bloß bei dem Modell so.
ja, die Gänge gehen relativ gut rein. Dann haben wir hier noch ein Handschubfach, welches beleuchtet ist. Haben hier links und rechts Türaussporung, wo man was reinmachen kann. Wobei das relativ klein ausfällt. Das ist wirklich eine kleine Sache. Das ist wirklich sehr klein. Also hier kriege ich keine Größe. Also keine, was ist ich, eine 0,5er Flasche. Weiß ich gar nicht, ob ich die reinkriege. Habe ich noch nie probiert. Vorteilhaft ist dann wiederum das, dass ich hier öffnen kann und kann ja zum Beispiel was reinmachen. Das ist was, wo ich mir sorge, das könnte man doch jetzt immer noch in die Autos reinmachen. Sehr cool. Machen wir zu. Okay. Dasselbe haben wir dann auf der Beifahrerseite, haben wir das dann auch nochmal. Jetzt gehen wir nochmal raus, gucken uns nochmal die Beleuchtung fix an. Machen wir alles an hier. Übrigens originale Toyota Alufelgen drauf, die in der Edition nicht mit dabei waren, die nachträglich gekauft worden sind vom Vorbesitzer. So, dann gehen wir mal um das Auto drumherum. Kommen wir hinten raus. Übrigens, das Kofferraumvolumen beträgt 510 Liter und ist damit üppig bemessen. Üppig bemessen, selbst jetzt noch üppig bemessen, und wenn das jetzt vielleicht ein bisschen blöde von meiner Seite aus klingt, üppig bemessen heißt wirklich üppig bemessen, das findet man heutzutage wirklich selten bei Kompaktautos. Ne? Wir haben jetzt hier ein bisschen was drin, man sieht das wahrscheinlich jetzt nicht so, aber das ist dann der Kofferraum. So. Und die 510 Liter sind wirklich viel. Sind sehr, sehr ausreichend und viel. So. Gehen wir hier nochmal rum. Das Ganze zeige ich euch nochmal fix von innen. Hinten, wenn wir jetzt überhaupt noch was sehen sollten. Ja, wobei, das wird zu dunkel sein. Ja. Und dann haben wir hier halt den Toyota Avensis. Okay. Wenn irgendwelche Fragen sein sollten, man kann mich gerne anschreiben. Ich verabschiede mich mal. Ich mache nochmal Standlicht fix an. Lass mal das nochmal fix sehen. Mit Nebelscheinwerfer. Jetzt nochmal Standlicht mit Nebelscheinwerferfunktion. Zack. So. Okay. Ja, die Maschine, der 1.8er reicht vollkommen aus, um mit 4 Mann zu fahren. Zu beschleunigen, vollgepackt in Urlaub sind wir nie gefahren. Dass ich jetzt irgendwie größer sorgen kann, aber wir sind zu viert gefahren und hatten Oma die Klimaanlage an und alles. Also das funktioniert alles und geschwindigkeitstechnisch. Alleine bin ich mit dem Auto schon Tacho-bedingt oder Tacho-aussagend 200 gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau stimmt. Es sind dann vielleicht 190, 185. Aber das ist rausgekommen, das schafft er. Und ja, für Spritverbrauch bist du auch so um die 10 Liter, wobei das ist alles human. Wir haben ja ein Auto, was nie wirklich viel Geld kostet oder nie wirklich so viel teurer ist, dass man jetzt sagt, das ist unendteuer in der Anschaffung. Und dadurch sollten die 10 Liter in Ordnung sein. Also nicht in Ordnung sein, tue ich jetzt nicht, aber man kann es verkraften. Man kann es verkraften, auch die neuen. Naja, die geben zwar alle an, dass sie 6 oder 7 Liter oder sowas verbrauchen, aber letztendlich sind die auch drüber. Ja. Da haben die noch einen Turbo drin, der anfällig ist. Wir können ja mal gucken, ich weiß jetzt nicht, ob man das noch sieht.
Aber ich mach's mal fix auf. Vielleicht kann man ja noch was erkennen. Und da zeige ich euch noch mal ganz kurz schnell die Motorhaube. Sehen wir jetzt noch mal Motorraum. Vielleicht, aber das geht leider nicht. Ich hätte jetzt sonst gerne das Licht eingeschalten. Wenn man jetzt hier noch so ein bisschen was erkennen kann. Ich denke mal, das Video werde ich vielleicht nochmal am Tageslicht fix machen, ohne drüber groß zu sprechen. Ein Kauftipp auf jeden Fall. Definitiv. Ein Kauftipp auf jeden Fall an die Leute, die sich ein Auto suchen für zwei Personen, für vier Personen geht es definitiv auch. Und das wirklich ausreichend Platz. Und ja, was würde ich denn achten bei so einem Auto? Rost. Wobei hier bei dem jetzt gar kein Rost ist. Zumindest nicht gefunden. Auch Türkanten, Schweller, überall geguckt. Kein Rost. Kilometerbedingt würde ich dann nicht über 140.000 Kilometer gehen, wenn ich so den kaufe. Nicht immer. Der hat jetzt so knappe 9.000 runter. Und ich glaube, ich würde das Auto auch nicht kaufen, wenn der 130 weg hat. Immer so weit runter, wie es geht. Und die Autos, wie gesagt, die sind ja nicht teuer. Das sind jetzt keine Sportwagen, das sind halt langzeitgrusende, schöne, gemütliche Autos. Na. Ja. Da haben wir über alle Sachen gesprochen, die eigentlich so sind bei dem Auto, positiv, negativ. Und dann sollte das passen. Tschüss, ich wünsche euch noch was.